Inke damit beauftragt, ein neues Stück zu schreiben. Ich habe angefangen, Dinge zu lesen über die Nibelungen und habe dann ganz schnell aufgehört, weil ich merkte, der erste Schritt wird immer schwieriger. Und habe mich dann nur noch mit dem Original beschäftigt. Und da wurde das plötzlich leicht. Ein einmaliges Star-Ensemble hat sich in Worms eingefunden. Unter der Regie von Dieter Wedel bringen namhafte Darsteller aus Film und Theater das neue Stück auf die Bühne. Die Nibelungenfestspiele, kein Star-Theater, sondern Theater mit Stars. Gespielt wird vor der magischen Kulisse des Wormser Kaiserdoms. Pionierarbeit für alle Beteiligten. Mit guten Schauspielern zu arbeiten, ist immer ein großes Vergnügen. Nicht? Das ist, die einen auch überraschen und die plötzlich noch etwas spielen, wo man dann noch etwas an der Szene entdeckt, was man vorher nicht wusste. Das ist ein großes Privileg auch. Schon seit Monaten sind die 12 Vorstellungen ausverkauft. ZDF und Dreisat übertragen die gesamte Aufführung für ein Millionenpublikum. Uns ist in alten Meeren wunders viel gesät, von Helden Lobebären, von großer Arbeit, von Freuden hochgezieten, von Weinen und von Klagen, von kühner Recken stritten, möget ihr nur Wunder hören sagen. Nie im Leben. Er sieht ja aus wie ein Stoffzelt. Mutter, ich will keinen viereckigen Mann. Nun guck doch erst mal hin. Wollt ihr ihn nicht begrüßen? Bin ich hier bei den Deutschen? Der da, das muss Hagen sein. Sind Sie Hagen von Tronje? Der bin ich, Herr, was kann ich für Sie tun? Sagen Sie Ihrem König, er möge endlich Siegfried aus Xanten begrüßen. Sie schöner Mann. Bis bald. Auf Wiedersehen. Ich will Kriemhild, eure Schwester, die junge Königin zur Frau. Ich liebe sie. Er hat sie nie gesehen, mein Fürst. Hab ich Brünnhild gesehen, Hagen. Ich steig hier so lang nicht vom Pferd, bis er mir die Zügel hält. Kriemhild, wo bist du? Sag mir, dass ich träume. Publikum und Kritik sind sich einig. Die beeindruckendste Freilichttheaterinszenierung des Sommers. Die Nibelungen haben in Worms gewonnen. Ein hingebungsvolles Ensemble, das die Zuschauer zu lang anhaltenden Beifallsstürmen hinriss. Wir fanden es beide prima. Ja, ja, das stimmt. Wir würden, wenn wir, wie wir früher gemacht haben, so machen. Beide so machen. Ja. Die hatte eine schöne Leichtigkeit, ohne die Ernsthaftigkeit auszugeben. Die war sehr wirksam, ohne zu pathetisch zu sein. Die hatte schöne historische Brüche, wo man auf einmal verstand, dass natürlich der Marsch zu König Etzel auch der Marsch nach Russland ist und in das Elend. Das war alles aber unaufdringlich und sehr schön. Wir haben ja immer wieder geholfen über die Kulturstiftung etc. Also insoweit, man braucht natürlich auch Sponsoren, man braucht Leute, die das unterstützen aus dem privaten Bereich. Aber insgesamt in gemeinschaftlicher Anstrengung werden wir das schaffen können.